willkommen heute zu der Ausgabe für den Sprung- und Sprintbereich. Neben mir sitzt einmal Rico May, der Trainer für die 11. Klassen und aufwärts im Bereich Sprint und Sprung mit einigen Bundeskaderathleten und Athletinnen. Und ich bin Tobias Kronewold, Trainer der 9. und 10. Klasse im Bereich Sprint-Sprung. Und genau, Rico, wie haben deine Leistungskader diese schwierige Phase überstanden in Zeiten von Abschottung und geschlossenen Trainingsplätzen und so weiter? Es war sicherlich keine einfache Zeit. Am Anfang war es noch relativ gut, weil wir es gewöhnt waren, im März allgemein zu trainieren, allgemeine Übungen zu machen, wo wir gar kein Stadion brauchen, wo wir nicht groß Geräte brauchten. Aber dann ab April, wo wir eigentlich ins Trainingslager gefahren wären, wo wir viel spezieller trainiert hätten, da wurde es schwierig. Und das haben wir versucht, so gut wie möglich zu regeln, haben Hürden gebaut, haben Geräte gebaut. Wir durften ja nur in der 1-zu-1-Situation trainieren. So bin ich also durch Ostthüringen oder durch Thüringen gefahren und habe mit den Sportlern trainiert. Die Motivation war nicht so einfach aufrechtzuerhalten, weil ich denke, dass der Sportler immer die Wettkämpfe vor Augen haben möchte. Und das war eben für ihn oder für diese Sportler nicht so gegeben. Und es wurden immer mehr Wettkämpfe abgesagt, sodass es schwierig war. Und wir waren dann einfach froh, ab Ende April, Anfang Mai wieder wirklich auch auf einer Bahn zu stehen und wieder etwas spezifischer zu trainieren. Aber prinzipiell haben wir das, glaube ich, als Leichtathleten noch relativ einfach, auch im Vergleich zu Mannschaftssportarten, sodass ich denke, wir haben unsere Sportart weiterhin betreiben können und haben uns auch da weiter vorbereiten können. Definitiv, und da auch erstmal ein großes Lob an dich, dass du dir da so viel Mühe gemacht hast. Also ich habe das ja auch gesehen, oder viele haben das ja auch gesehen, dass du da selbst Sachen gebaut hast mit den Sportlern auch zusammen und auch viel unterwegs war. Ich denke, das war auch eine große Stütze für die Sportler und Sportlerinnen, und die haben sich da bestimmt auch sehr gefreut, dass du dir so viel Mühe und Zeit genommen hast. Und ja, gerade in solchen Zeiten ist da ein Trainer auch eine wichtige Bezugsperson. Absolut. Gerade wenn man die ganze Zeit zu Hause rumhängt, dann will man seinen Eltern ja auch dann nicht immer alles anvertrauen, oder da ist der Trainer dann immer vielleicht eine ganz gute Ansprechpartner generell. Ja, und wie konntest du dann, also das hast du ja gerade schon ein bisschen erläutert, deinen Leistungssportauftrag Training nachgehen? Also du hast ja schon gesagt, dass du dann immer zu denen hingefahren bist teilweise. Konnten sie, sag ich mal, im gleichen Rahmen, also im gleichen Umfang weiter trainieren, oder hast du da ein bisschen was reduziert? Die Planung war schwierig, ja, ne? Für jeden. Bisher war es dann so, dass zum Beispiel bei mir die Hürdensprinter einigermaßen den gleichen Plan hatten, die Flachsprinter und auch die Springer jeweils den gleichen Plan. Das ging jetzt gar nicht, sondern ich musste mich dann sehr an den Bedingungen anpassen, die Sportler zu Hause haben. Und das war für mich eine große Herausforderung, das dann so anzupassen, dass eben auch die Sportler so spezifisch wie möglich oder auch abwechslungsreich wie möglich trainieren konnten. Ich habe ein Online-Tool entwickelt, wo mir die Sportler dann immer wieder auch Rückmeldungen gegeben haben über ihr Befinden, über ihre Belastungsparameter, und die mussten das dann am Abend immer eintragen, und dann habe ich zumindest diese Rückmeldung gehabt. Wir haben Videos aufgenommen, gegenseitig uns zugeschickt und dann daraus ein bisschen Analyse betrieben. Also sehr, naja, von der Ferne halt nicht so einfach, aber wir haben schon versucht, auch so sukzessive die Trainingsbelastungen zu steigern trotzdem, um, wie gesagt, irgendwann auch leistungsfähig zu sein. Das, was ich meinen Sportlern gesagt habe, ist, es sind ja alles zum Teil Jugendliche oder zum großen Teil jugendliche Sportler, dass wir nicht nur für 2020 trainieren, sondern auch für die nächsten Jahre, und dafür trainieren wir jetzt und versuchen, unsere Leistung zu verbessern. Natürlich brauchen wir Wettkämpfe, um es zu verbessern, aber die haben wir nun gerade nicht. Also müssen wir Situationen im Training schaffen, die dem Ganzen irgendwo nahe kommen. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass das Training einfach jetzt auch für die Zukunft ist und dass dann auch das nächste Jahr auch gerade bei jüngeren Sportlern auch im Fokus stehen sollte und jetzt dieses Jahr vielleicht auch teilweise dann als Übergangsjahr gesehen wird, was zum Beispiel bei erstes Jahr U18 auch positiv sein kann, dass da der Druck noch nicht ganz so hoch ist durch die Umstände.
Stellung der Gewichte oder auch Hürdenhöhen zum Beispiel, dass da so ein bisschen Druck weggenommen wird und dass man langfristig da seine Ziele erreichen kann. Ja. Zu der App, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch persönlich, hat es für dich wirklich etwas, also konntest du daraus wirklich was ziehen? Oder, also ja, also ich für mich war das Vorbild waren so für mich die Teamsportarten, die das sehr stark favorisieren, also so ein Monitoring zu machen, um einfach zu wissen, wie geht es dem Sportler, ist er für die Belastung überhaupt gerade in der Lage, diese zu trainieren, oder muss er mal einen Tag Ruhe kriegen, wie war der Schlaf, wie war die Schlafqualität, wie lange haben die geschlafen. Das war auch eine positive Geschichte aus der Corona-Zeit, dass sie mehr zu Hause waren, deswegen auch vielleicht mehr geschlafen haben, als sie sonst geschlafen hätten. Somit also auch mal diese ungewöhnlichen Trainingsinhalte auch mal ganz gut abkonnten. Und für mich hat das wirklich auch was, mir hat das wirklich geholfen, zu wissen, wie geht es dem Sportler mit dem Training, wie ist er geschafft. Wir haben mit so einer Borg-Skala gearbeitet, wo es also mit Schmerzempfinden auf verschiedenen Ebenen sozusagen der Sportler aber auch gefragt ist, was sonst ja nur in einem Gespräch möglich ist, oder anders, was wirklich im Gespräch möglich ist, hier mit auf einer Skala sozusagen auch mal Farbe zu bekennen und zu sagen, ich habe das gut vertragen, oder mir ging das also nicht so gut dabei, oder ich bin sehr müde, oder ich bin motiviert, ich bin nicht so motiviert und so weiter, Schlafqualität mal zu hinterfragen, mal früh den Ruhepuls zu messen und das eben regelmäßig und dann eben das Ganze zu sehen. Und ja, und interessant war ja, wie gesagt, dass die App so aufgebaut war, dass jeder das zwar eingegeben hat, aber nur ich alle gesehen habe, die anderen, die Sportler sich untereinander sozusagen nicht vergleichen konnten, aber ich konnte die Sportler untereinander und auch individuell vergleichen. Und ich fand das eine gute Sache, und ich denke darüber nach, das noch auszubauen und vielleicht sogar auch jetzt unter den wieder besseren Trainingsbedingungen auch zu nutzen. Das gibt es ja auch tatsächlich auch beim DLV, ist das ja auch für die richtigen Perspektiv und Olympiakader ist es ja auch etabliert mittlerweile. Ja, ja. Aber eben nur für diese und alle, selbst die Nachwuchsbundeskader darunter, von denen ich 4 in der Trainingsgruppe habe, das noch nicht haben. Und das stellt also, wie gesagt, gerade was die Verletzungsprophylaxe oder auch die Leistungssteigerung angeht, eine super Möglichkeit und Reserve da. Ja, ich denke auch, das ist ein gutes Tool einfach, weil ich habe auch gemerkt, dass manchmal dass es den Athleten schon schwerfällt, Rückmeldungen zu geben oder einfach regelmäßig Rückmeldungen zu geben, weil sie denken, dass es gar keine Relevanz hat. Aber ich glaube, dass wir beide da schon das wichtig finden, dass man einfach persönlichen Kontakt zu seinen Sportlern hat und dass das auch unseren Trainingsalltag ausmacht. Ja. Und weil, dass wir auch sehen, wie die Sportler und Sportlerinnen rumlaufen, ich glaube, das macht auch schon, gibt einem auch schon einen Eindruck darüber, wie sie jetzt gerade drauf sind, ob sie müde sind, platt sind oder halt auch frisch wiederholt. Ja, und der Leistungssport, wie gesagt, ist ja für unsere Sportler eigentlich so wirklich neben der Schule oder im Studium im Mittelpunkt. Und da ist es halt so, dass ich denke, ich habe das schon mal in einem anderen Interview für den TLV gesagt, dass ich also versucht habe, durch diese Zeit so die Konstante zu sein. Also Dinge haben sich ständig verändert oder waren nicht so, wie sich die Jugendlichen das gedacht hatten. Mhm. Und ich versuchte also mit meinem regelmäßigen Trainingsplan, der logisch war, der aufeinander aufbaute, mit den Rückmeldungen dazu und immer wieder das Feedback zu geben, dass das eigentlich fand ich für, also halt, ich habe mich für sehr, sehr wichtig erachtet, dass ich dort funktioniere in dem Sinne und dort möglichst nicht so viele Schwächen zeige, weil das für den Sportler sowieso schon eine schwierige Zeit ist. Definitiv. Ja. Und wie geht es denn jetzt für euch Sprinter und Springer weiter? Was habt ihr für Aussichten? Siehst du da irgendwas schon? Ja, also wie gesagt, der Wettkampfkalender ist ja erstmal extrem zusammengestrichen worden und wir versuchen jetzt erstmal dort so nach und nach uns auch Wettkämpfe zu suchen. So langsam kommen auch wieder Veranstalter hervor, die etwas tun. Das Einzige, was wirklich zur Debatte steht im Moment, sind die deutschen Erwachsenenmeisterschaften. Da kommen bei mir noch nicht so viele Sportler in Frage, Lukas Peter über 400 Meter Hürden sicherlich. Aber ansonsten, wie gesagt, sind es ja zum großen Teil Jugendliche. Ob da eine deutsche Jugendmeisterschaft stattfindet, wissen wir nicht. In der Rede steht, dass die U20 eine Meisterschaft bekommt, aber selbst das wissen wir alles nicht genau und zu dem Zeitpunkt nicht. Das macht natürlich Training schwierig, weil Training bedeutet Steuerung von Leistungsvermögen. Und wenn wir nicht wissen, wann der Wettkampfhöhepunkt ist, ist es schwierig zu trainieren. Aber wir gehen davon aus,
dass es ab Juni jetzt die ersten Wettkämpfe geht, in die ersten Wettkämpfe geht und wir da, wie gesagt, mit zweimonatiger Verspätung in die Saison einsteigen. Wir werden versuchen, Spaß zu haben, werden versuchen, unsere Disziplinen durchzuführen, aber auch mal vielleicht auch mal eine benachbarte Disziplin, dass der Sprinter auch mal springt oder der Springer sprintet. Das macht das Ganze aus und wir werden sehen, wie wir klarkommen mit den Bedingungen, die wir dann haben werden. Ja, im Sprint eigentlich nicht so problematisch. Jede zwei Bahnen startet ein Sprinter, ist also bis 400 Meter gar kein Problem. Im Weitsprung schon schwieriger, wie wird es geregelt, in die Grube zu springen, muss da was desinfiziert werden, wie sieht das aus? Die Hochsprungmatte, also Hochsprung wird im Moment noch gar nicht groß angeboten. Ich habe mit Annabelle Recke eine Bundeskaderathletin im Hochsprung, die im Moment nicht an Wettkämpfen dann teilnehmen kann, weil es das gar nicht so gibt, weil unklar ist, ob da desinfiziert werden muss nach jedem Sprung oder wie das abläuft, das wissen wir alles nicht. Aber wie gesagt, wir werden weiter arbeiten, wir werden versuchen jetzt im Training immer mehr Testsituationen, Wettkampfsituationen nachzustellen und also dass wir halt wirklich vermehrt gegeneinander sprinten, ja, dass wir die Zeitmessanlage benutzen, dass wir messen, auch Sprünge messen und so weiter, ja, dass wir Testsituationen schaffen, auch, ich sag mal, psychologische Situationen, dass es also Konsequenzen hat, wenn ich nicht eine bestimmte Weite, das, was man sonst so spielerisch eigentlich im Training manchmal macht, also wenn du das und das nicht schaffst, musst du nochmal, ja, dafür so eine kleine Strafe, so die sogenannte, in der Sportpsychologie heißt sowas Nichtwiederholbarkeit. Also man kann dann manche Dinge, wie der Elfmeterschütze, der kann den Elfmeter, wenn er daneben schießt, nicht nochmal wiederholen. Hier ist es genauso. Wenn der dritte Versuch im Hochsprung oder der sechste Versuch im Weitsprung nicht gut war, dann kann ich es nicht nochmal wiederholen. Und das zu üben, geht ja sonst nur im Wettkampf. Also werden wir jetzt versuchen, das ins Training zu ziehen und damit, wie gesagt, versuchen, so ein bisschen Wettkampf-Feeling, Wettkampfcharakter irgendwie mit reinzubringen. Ja, du sprichst auch schon an, also du hast ja einige Bundeskader-Athleten und Athletinnen und vor allem auch ja drei im letzten Jahr U20-Bereich. Das ist natürlich schon eine schwierige Situation für die, dass sie jetzt eigentlich vielleicht auf ihrem Höhepunkt der Jugend dann sich gar nicht richtig beweisen können. Schwierige Situation. Wir wollten eigentlich, sag ich mal, zumindest mit Malte Stangenberg und Max-Ole Klobasa an der U20-WM nach Nairobi fahren. Die ist gecancelt. Selbst Kevin Brucher hätte vielleicht sogar eine Chance gehabt, da mit reinzurutschen. Ist schwierig. Ja, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Es steht in Rede, dass das vielleicht sogar nächstes Jahr stattfindet und dass dann der 2001er Jahrgang nochmal starten darf, aber das ist alles sehr ungenau und es geht halt darum auch gerade, was die Kaderzugehörigkeit angeht, dass wir nicht genau wissen, werden die Jungs, zumindest Malte und Max Ohle in den NK1 U23 überführt, werden wir sehen. Es gibt verschiedene Kriterien, die der DLV aufgestellt hat und müssen dann sehen, wie damit umgegangen wird. Im Moment sind die Jungs noch relativ gelassen, was das angeht, aber ich denke, je näher der September, Oktober die Kaderberufung dann kommt, dann wird es immer schwieriger, sicherlich für sie auch da so ein bisschen sich zu positionieren. Es gilt aber genauso auch für Leute, die in den Landeskader wollen oder im Landeskader sind, die also Normerfüllungen haben wollen. Dort müssen wir sicherlich in unserem eigenen Verband TLV Lösungen finden, die eine Perspektive den Sportlern auch gibt, eine Motivation den Sportlern gibt, denn es ist ja nicht ihre Schuld. Ja, definitiv, das ist das auf jeden Fall Fingerspitzengefühl gefragt, absolut, dass man diese Situation auch einfach im Hinterkopf hat und das berücksichtigt. Das sollte auf jeden Fall, gerade in der Sportart, wo es um Leistung geht, um Messwerte und so weiter, sollte da über den Tellerrand auch hinausgeschaut werden. Das ist ganz wichtig. Ja. Und jetzt abschließend noch, was für Trainingsinhalte würdest du jetzt zum Beispiel jungen Sportlern, vielleicht auch meiner Trainingsgruppe oder der Trainingsgruppe unter uns vorschlagen oder empfehlen, was sie die nächsten Wochen jetzt machen sollen, wenn der Trainingsbetrieb jetzt nach und nach weiter jetzt beginnt? Ja, also wie gesagt, das, was ich angesprochen habe, das, was die Leichtathletik ausmacht eigentlich, dass wir versuchen, immer schneller zu laufen als andere, immer weiter zu springen als andere, dass wir, dass in den Trainingsgruppen wirklich Wettkampfsituationen geschaffen werden, also sozusagen Trainingswettkämpfe, vielleicht auch in neuen Formaten dann geschaffen werden kann, dass wir so ein bisschen Wettkampf spielen im Training. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ja der Wettkampf das Salz in der Suppe ist.
dafür trainieren wir. Und wenn der Sportler das, wie gesagt, irgendwie auch in einer anderen Form im Training erfährt, wächst vielleicht auch wieder die Motivation, immer weiterzumachen und nach vorne zu schauen und die nächsten Wettkämpfe oder auch in der Hallensaison schon wieder vor Augen zu haben. Auf der anderen Seite denke ich, kann man schon, wenn man auf dem Platz ist und in kleinen Gruppen, so wie es ja jetzt in vielen Vereinen ist, mit 4, 5 Leuten, gibt es auch eine Chance, dass man, dass Trainer, die sonst mit 15, 20 Leuten trainieren müssen, jetzt auf einmal müssen sie mit 5 Leuten, aber das gibt natürlich eine Chance, dass diese 5 Leute individueller betreut werden können, als sie es sonst gewesen wären. Und das halte ich auch für eine Chance dieser Zeit, auch mal dort mehr Input zu geben in einer kleineren Gruppe, altershomogen, wo wir sagen können, okay, hier nehmen wir sogar einen Vorteil mit aus der Zeit. Ich denke auch, jetzt sollte auch der Fokus dann langsam auch auf die Technik einfach gelegt werden, weil wir haben die ganze Zeit Grundlagen gemacht. Das bringt jetzt nichts, noch weiter daran zu arbeiten, sondern jetzt sollte wirklich die Technik der einzelnen Disziplinen dann im Vordergrund stehen und die vorangebracht werden. Was ja eben auch in den kleinen Gruppen auch besser, viel besser geht als in großen Gruppen. Und wenn das möglich ist, wie gesagt, dann auch da, und jeder hat seinen eigenen Speer und jeder hat seine eigene Kugel, dann ist das machbar auf jeden Fall, dass man da vielleicht gerade an solchen technischen Dingen noch besser arbeitet. Und das sehe ich halt, du hast es angesprochen, noch als eine zweite Chance. Wir haben viele Grundlagen gelegt. Und wir sprechen ja immer gerade im Bereich U14, U16 von Grundlagentraining. Und genau das haben wir jetzt mal gemacht. Ja. Und ich glaube auch, dass sich die Sportler in diesem Altersbereich U14, U16 genau durch sowas weiterentwickeln. Und durch ihre körperliche Entwicklung natürlich auch. Ja. Aber ich denke, dass manche in Wettkämpfen gar nicht schlecht aussehen werden. Ja. Obwohl ihnen vielleicht die eigentliche Leistungsleichtathletik im Training ein bisschen gefehlt hat. Aber durch das ganz starke Grundlagenlegen und auch für die nächsten Jahre, vielleicht nehmen wir daraus sogar eine Motivation mit, beziehungsweise sehr, sehr gute körperliche Grundlagen, weil wir den einen oder anderen Dauerlauf mehr gemacht haben. Wir sind viel mehr im Wald gesprungen auf weichen Untergründen. Wir haben viel allgemeiner trainiert im Stabilitätsbereich oder im Kraftbereich, Fitnessbereich. Ja. Also dass wir vielleicht mit fitteren Athleten in die nächste Halbsaison gehen, ja, als wir es je gehabt hätten. Hoffentlich auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Nico, und ein schönes Wochenende.